Ja, wir überlegen, ob wir das Tauchdock sonst dran kriegen, aber bringt ja nichts. Wir bauen es ab, wir haben ja hoffentlich keine Verluste dadurch, wenn ich richtig verstanden habe. Wir bauen das jetzt mal hier hin. Ein Stück weiter rüber. Wenn alles gut geht, können wir jetzt links dann doch noch den anderen Raum hinbauen. Nö, können wir trotzdem nicht. Ist ja interessant. Wieso nicht? Hier, warte mal. Hier kann ich den hinbauen, aber nicht da? Was ist denn das für ein Mist? Ich weiß nicht, ob ich genug Titan mit habe, um jetzt zwei Mehrzweckräume zu bauen. Aber doch, das müsste eigentlich reichen. Hoffe ich. Und bauen wir hier einen hin? Ich muss es jetzt leider austesten. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade kein Mist baue. Dann bauen wir hier einen hin. Okay. Das habe ich befürchtet. Einmal werden wir nicht hinkommen. Okay, pass auf, da müssen wir den wieder dekonstruieren. Ich hoffe, wir verlieren keinen Titan, wenn wir das immer wieder machen. 3, 3, 4, 5, 6. Ne, ich glaube, wir kriegen genau das wieder. Oh, komm jetzt. So, bau das Ding auf. Welcome aboard, Captain. So. Ganz wichtig ist, wir bauen nach hier das Trockendock. Wenn alles gut geht. Es klappt das wieder nicht, ne? So. Hat der dann Verbindung? Ne, wieder. Der hat er wieder nicht, ne? Das ist doch blöd jetzt. Jetzt klappt das schon wieder nicht. Hat der das eben eigentlich angezeigt gehabt? Mit der Röhre? Oder war das nur, macht er das automatisch, wenn ich das Ding gebaut habe? Ich glaube, das geht nur, wenn ich das nicht seitlich baue, ne? Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das drehen kann. Habe ich noch nie gemacht beim Bauen. Wahrscheinlich passt das gar nicht anders hier rein. Obwohl, für die Gönne. Ha, hat doch gepasst, okay. So, ich hoffe, ich habe jetzt wieder keinen Mist gebaut. Das habe ich, es fehlt nämlich einmal Titan, ne? Haben wir noch einmal Titan in der Motte? Also eigentlich habe ich hier gar keinen Titan gebraucht, sondern nur, diese Hammer, okay. Ich habe hier nur die Titanbarren gebraucht, nicht das normale Titan. Ich würde da gern. Nö, wir bauen nach hier die Luke. Wir müssen zwar einmal drum rum, aber hier haben wir mehr Platz für die Motte zu parken. Ich glaube, das ist besser. Und wenn wir hier noch mehr Zweckraum ranbauen, hier wird wahrscheinlich wieder keiner passen, wie ich unser Glück kenne. Auch hier würde einer passen. Und hier würde einer passen. Falls wir noch mehr anbauen sollten, weil wenn wir ein Zugbecken hier ranbauen, wenn wir da noch einen Raum brauchen, bauen wir doch besser hier die Luke hin. Dann verbauen wir uns wenigstens nichts, in Anführungszeichen. Quarz und zweimal Titan. Oh, ich nicht, zweimal Titan habe ich doch. Quarz habe ich nicht bei, okay. Nehmen wir direkt alles mit. Wir hätten zur Not jetzt auch über das Tauchdock reingehen können, ich weiß. Es hätte auch funktioniert, aber ist immer schöner, wenn wir noch eine Luke haben. So, bei 5,1. Okay, das ist relativ tief, ne? Also wenn wir jetzt hier ein Zugbecken noch dran bauen, was ist vorbei.
cool, das geht aber. Okay, ganz wichtig, als allererstes bauen wir, wenn das jetzt geht, den Fabrikator. Ach, ich muss raus. Ich brauche Sauerstoff. 30 Sekunden. Und einmal Titan fehlt. Ja, wer hätte es gedacht? Shit. Habe ich mich eben denn verzählt oder habe ich irgendwie zu wenig mitgenommen? Oder wir haben vielleicht bei dem dauernden Dekonstruieren doch irgendwie Materialien verloren. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass wir genug Material mit haben. Das Lithium. Das ist schön, gut, aber ich brauche eigentlich die Titan. Diesen Kreaturen ein, ne? Okay, hier ist Sauerstoff, sehr gut. Wir haben Rubine, ist auch toll. Also ich finde die Position gar nicht mal so verkehrt hier. Wo bist du, Boje? Ich weiß nicht, irgendwie suche ich mir die Bojen hier in dem Spiel. So. Oh, wie geil, hier haben wir direkt ein Thermalkraftwerk. Ja, okay, die Boje baue ich darüber. Dann direkt mehrere Thermalkraftwerke. Das ist natürlich cool. Blöd, dass ich jetzt Schaden genommen habe, oh mein Gott. Aber wir können auch direkt hier an zwei Stellen Energie zapfen. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Das ist ja noch besser. Basis 4. Okay, das heißt, ich brauche jetzt... Hier ist noch ein Kreaturenei. Ich brauche jetzt einmal... noch Titan, damit wir unseren Fabrikator bauen können, weil dann hätte ich genug Titan mit tatsächlich. Jawohl, sehr gut. Glück muss man haben. So. Sehr geil. Oh, die gefällt mir die Station bis jetzt. Muss ich schon sagen, finde ich ganz cool. Muss ich kurz nachdenken. Wir würden, wenn wir anbauen, noch da anbauen. Und wir könnten, wenn wir anbauen, ich glaube, noch da war das, ne? Nicht schräg, sondern da. Das heißt, wir hätten die und die Wand, die wir bebauen können, ohne uns was zu verbauen. Schön, gut, dass wir den jetzt haben. Wir haben natürlich noch keine Energie, das ist der Nachteil. Dafür habe ich auch nichts mitgenommen. Ja, ja, wir haben, ist klar. Dafür brauchen wir natürlich jetzt auch Titan, ne? So ein Mist. Ah, shit. Da habe ich nicht zu Ende gedacht. Das Problem ist jetzt natürlich, das ist ein Fabrikator, haben wir keine Energie drauf. Und ohne Energie machen wir da nicht viel. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Glückssache. Da werden wir kein... Hier ist Quarz. Da werden wir keinen Titan drin finden. Aber hier. Einmal. Noch zweimal, dann haben wir es. Oh, wir haben ein richtig geiles Biom hier erwischt. Zweimal. Also, jetzt mal ohne Flachs. Ich finde das richtig cool, dass wir hier alles sammeln können. Silber. Blei. Nochmal Blei. Sehr gut. Ja, kriegen wir hin. Gut, dass wir die Motte dabei haben. Und die werden wir echt aufgeschmissen. Ein Hoch auf unsere Motte. So. Da hätten wir auch noch Sauerstoff da an der Basis selbst gehabt, sehe ich gerade. Ah, kann auch nicht verkehrt sein. So. So. Das war Blei. Einen Platz haben wir noch. Also, wir brauchen... Guck mal, da oben haben wir direkt ein großes Rohstoffvorkommen. Quarz. Also hier werden wir kein Problem haben, weiter auszubauen, weil hier werden wir jede Menge vor Ort finden können. Abbauen können, besonders mit dem Krebs.
Dann ist es zwar nicht mit dem Krebs, aber... Ich brauch die Zahn! Gold. Geh kaputt. Kupfer. Also beschweren kann ich mich eigentlich hier nicht, was das angeht. Silbererz. Außer, dass ich jetzt ein kleines Problem habe mit meinem Fabrikator. Hier ist auch noch Metallschrott am Leben. Wunderbar. Was machen wir denn jetzt? Noch zu trinken? Nee, ne? Bringt alles nichts. Ich muss nochmal zurück. Ah, ja, aber jede Menge zum Abbauen. Guck dir das an. Also hier ist ein richtig, richtig schönes Gebiet für den Krebs. Da hat es sich doch gelohnt, sich mal ein bisschen umzugucken. So. Wir haben auch genug Platz und können noch ein bisschen farmen gehen. Das Lithium, warum wir nicht? Hier haben wir auch noch was. Silber. Da haben wir schon Titan. Wunderbar. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So. Jetzt sollte das auch funktionieren, hoffe ich. Wir brauchen einen Bioreaktor, aber sowas von. Ich hoffe, dass die Hüllenintegrität jetzt nicht leidet zu sehr. Sonst habe ich ein Problem. Nee. Weil jetzt nochmal Titan für Hüllenverstärkung wäre schwierig gewesen. Natürlich habe ich jetzt keinen Fisch dabei. Habe ich nicht den... Nee, die Kacke hatte ich nicht mitgenommen, ne? Mann! Ich möchte mich ärgern. Ach, das Spiel, das lädt einfach super ein, alles zu erkunden. Es macht auch einfach Spaß, jetzt hier zu sammeln, wieder die neue Basis aufzubauen. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß, zuzugucken. Fische. Wir brauchen irgendeinen Fisch. Uns geht doch zwei. Die können wir wieder nicht nehmen, war ja klar. Ja, das ist gut. Ich nehme mal direkt mit. Die packen wir auch ein. Einmal hin, alles drin, so. Ich will noch einen haben. Ich kann mir nicht reinschmeißen, leider. Hätte den Vorteil, wenn wir direkt vier Stück reinpacken. Dich kann man nehmen. Oh, den haben wir noch gar nicht gescannt, ne? Habe ich gerade gesehen. Kann ich den eigentlich? Nur Interesse halber. Ich meine, bei Qualm kann ich ihn scannen. Zuchtbehälter weiß ich, dass das geht. Kann ich die eigentlich einfach freilassen? Bei mir? Hier in der Basis? Und, komm hoch. Hey. Und die auf den Boden schmeißen zum Scannen? Geht das? Also, wir machen erstmal einen Fisch rein. Wadenfisch. Zack. Energie ist da. Sauerstoff ist da. Alles schön. Dude. So, kann ich den jetzt so? Ja, es geht nicht, okay. Naja, was soll's. Ich halte den einen Fisch jetzt erstmal noch im Inventar, falls wir gleich noch was zu essen brauchen. Kennen das Glück, ja? Ich meine, noch sieht's ganz gut aus, aber man weiß ja nie. Wir müssten eigentlich auch ein Wasserfilter bauen. Also dafür habe ich jetzt erstmal nicht alles mit. Was wir auf jeden Fall haben. Wir können es jetzt noch einen zweiten. Also ich würde gern einen zweiten Mehrzweckraum bauen. Problem ist. Ich habe Angst, dass die Basis absäuft. Eine Hüllenverstärkung. Da hat man auch für mitgenommen, ne? Da habe ich extra noch dran gedacht. Das weiß ich noch. So. Und hier wollten wir hier nach dem rausbauen. Weil da ist das Trockendock. Wir hätten rausbauen können nach da und nach da. Das heißt, ich baue hier einer auf. Und hier. Da können wir ja noch Spinde dranhängen, das geht. Jetzt sind wir bei 19. Ja, das auch noch. Eins, was ich jetzt nicht mit mehr habe, ist... Ja, vielleicht haben wir noch in der Motte ein bisschen
Wasser. Na, gucken wir mal. Ich denke, ich baue den Mehrzweckraum hier hin. Das hat, oder? Könnten wir da noch einen drauf bauen? Oder ich baue den hier hin. Der hätte vielleicht den Vorteil, dass wir den noch höher bauen könnten. So, da könnt ihr auch was sehen. Ich den hier ranbaue, darf ich noch eins draufsetzen. Wobei, hier ist auch die Kante. Ich glaube, da habe ich hier mehr Glück. Pass auf, wir bauen den mal hier hin. Naja. Was denn jetzt? Ach, die Zahn fehlt. Ja. Ja, doch, einen kriegen wir noch gerade so drauf, falls wir es benötigen sollten. Mehr aber auch nicht. Okay, auf zur Motte. Wir brauchen Titan. Da sieht man, was ja alles so drauf geht, um eine Basis ins Laufen zu kriegen, ne? An Ressourcen. Ich meine, jetzt hat man relativ schnell die Sachen zusammen. Guck mal, zwei Glubschalen haben wir noch mit und Wasser. Nein. Ich habe wahrscheinlich wieder hier das Fach vergessen. Jetzt lass mich raten, hier ist jede Menge. Oh, leck. Also hatte ich doch nicht zu wenig mitgenommen. Ich hatte nur das dritte Frachtraumfach wieder vergessen. Ich bin manchmal auch intelligent, ne? Stimmt, die hatten ja das dritte noch voll gemacht. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Welcome aboard, Captain. So, ein bisschen Sauerstoff tanken. Und hätte wahrscheinlich noch so gereicht. Und los geht's. Ah, jetzt schon wieder. Noch mehr Titan. Hat das nicht gereicht? Okay. Aber machen wir uns noch ein bisschen Titan, ist ja kein Problem. Energie ist da. Dann nutzen wir das auch aus. Tada! Sehr gut. Hüllenstärke bei 17,5. Dann bauen wir uns direkt hier das Behälterchen rein. Hier, das dürfte erstmal nichts ausmachen, aber die Luke, warum auch immer, macht sehr viel aus. Wir sind bei 17,5 gewesen, jetzt gibt er nämlich noch keine Meldung. Und warum auch immer, wenn ich jetzt hier die Luke ranbaue, die wir ja innen drin bauen, hier, geht das runter. Außen kann ich es ja verstehen, aber innen drin, 1,2, 16,3, das ist okay. Macht es eigentlich keinen Sinn, ne? Ach, schade. Ich habe die Glubschrauber noch in der Seemotte drin. Die zwei Glubschrauber werde ich hier reinsetzen. Oh, auch direkt, damit sie schon mal vermehren können. Ja, ist ja gut. Ich hätte einen Blasenfisch mitnehmen sollen. Weil ich glaube, hier ist mit Wasser, ohne Wasserfilter noch schwierig. Das hätte ich mal sparen können. Ich brauche eigentlich nur die Blasenfische, die Glubschrauber. So, setz mich schnell rein. Die Basis hat auch genug Energie. Die Energie steigt noch. Der Wasserfilter zieht halt ohne Ende immer an Energie. So, wunderbar. Dann können die zwei Jungs sich vermehren. Da habe ich immer was zum Essen da und für den Bioreaktor. Trinken müssen wir halt dann noch gucken. Ich denke mal, wasserfiltertechnisch sieht schwierig aus.